Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Freuen Sie sich auf interessante und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Wir wünschen gute Unterhaltung. Sieben Museen unter einem Dach, das ist die Vorarlberger Museumswelt in der Energiefabrik an der Samina. Ohne ehrenamtliches Engagement kann ein Museum in solchen Dimensionen freilich nicht funktionieren. Daher ruft Manfred Morscher als Präsident dazu auf, sich ehrenamtlich für die Museumswelt zu engagieren. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von der BikeSi. Herzlich willkommen bei Drei Schwestern TV. Wir sind heute mal wieder in der Vorarlberger Museumswelt, die seit rund zwei Wochen zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder geöffnet ist. Was viele aber nicht wissen, ist, dass man das ganze Jahr über aktiv bei der Museumswelt mitwirken kann, auf ehrenamtliche Weise. Dazu möchte ich jetzt mit dem Präsidenten der Vorarlberger Museumswelt, Manfred Morscher, sprechen. Manfred, auf welche Art und Weise kann man bei euch ehrenamtlich tätig sein? Ja, die Vorarlberger Museumswelt hat sehr viele Themen. Und wir suchen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns eine interessante Aufgabe finden. Die hat die Möglichkeit, in allen Bereichen tätig zu sein und interessante Aufgaben zu übernehmen. Wir suchen natürlich alle Altersgruppen. Es können Pensionisten oder ganz junge Leute sein. Ganz junge Leute können sehr vieles für uns lernen. Da sind sehr viele Fachleute da, die eine riesen Berufserfahrung haben. Und da können junge Leute sehr vieles erlernen. Wir nennen natürlich gern, sind es auch Frauen und Pensionisten, die bei uns tätig werden können. Alle, egal in welcher Berufsgruppe das sie sind, wir können jeden Einzelnen laden wir sehr herzlich ein, mit uns tätig zu werden. Ja, was bieten wir in der Vorarlberger Museumswelt? Jeder hat die Möglichkeit, nach seinen Wissen und Können tätig zu sein. Wir machen Exkursionen, wir machen Weiterbildung, bei uns kann man Führungen machen, man kann mitarbeiten, man kann Geräte aufarbeiten, reparieren, man kann viele Möglichkeiten, was man bei uns hat. Ja, und jeder kann seinen Beitrag leisten. Wir haben da einen Wurlitzer und der hat jetzt im Moment eine kleine Störung beim Münzautomat. Und es ist eine tolle Geschichte, wenn man so ein altes Gerät reparieren kann, wo noch das meiste mechanisch funktioniert und eigentlich ganz logisch aufgebaut ist. Thank you.
Ja, ich bin der Peter und mache Kassadienst. Das ist eine tolle Tätigkeit. Da kommt man mit Leuten zusammen, da kann ein Haufen Besucher, mit denen kann man schwätzen, denen kann man etwas erzählen. Also es ist einfach eine tolle Tätigkeit. Was für uns natürlich ganz wichtig ist, wir haben eine riesen, eine tolle Kameradschaft bei uns, wo alle toll miteinander schaffen. Und das ist ein wichtiger Teil. Und am Abend kommt man zufrieden heim. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, eine Jahreskarte für Bus und Bahn zu erwerben? Die Marktgemeinde Frastanz will einen aktiven Beitrag zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel leisten und gewährt daher einen finanziellen Zuschuss beim Kauf der ÖPNV-Jahreskarten. Mehr dazu auf der Homepage der Marktgemeinde unter www.frastanz.at und im Dreischwestern-TV. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Haben Sie schon einen passenden Osterschmuck für sich gefunden? Im nun folgenden Beitrag des Obst- und Gartenbauvereins zeigt uns Manuela Welte, wie man mit Naturmaterialien ganz einfach selbst einen dekorativen Schmuck für die Osterfeiertage machen kann. Doch sehen Sie selbst. Ich bin Manuela Welte und ich möchte euch im Namen vom Obst- und Gartenbauverein heute ganz herzlich begrüßen. Ich täte euch heute zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln, hauptsächlich Naturmaterialien, schnelle und einfache, aber auch schöne Oster- oder Frühlingsdekoration machen kann. Ich täte euch heute sagen, wie man eine Kleertischdekoration machen kann, also mit Gläsle und so einem Holzbrettle, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Dann zeige ich euch Gehänge, Tür, Wand, Schmuck mit so Zwiebelringle. Und ich täte euch ein Nest zeigen, wie man so relativ einfach und schnell herbringt, so zum einer Henne oder so in die Höcke. Dann fangen wir mal an. Also ich habe einfach so ein Holzbrettchen genommen. Man kann genauso einfach ein Alsbrettchen oder sonst irgendeine Unterlage, dass man es halt einfach den immer gut nachnehmen kann. Und ich habe jetzt einfach ganz verschiedene Gläsle ausgesucht. Man kann da zum Beispiel auch einfach leere Marmeladegläsle nehmen, super ausgewäschte, die man daheim hat. Also da kann man eigentlich verwenden, was man möchte. Ich habe da schon vorbereitet ein kleines Narzissenzwiebeln. Da habe ich einfach die weg und sie super ausgewäscht, weil da täten wir nachher ein bisschen Wasser dran, dass das Wasser nicht zum Stinken kommt und dreckig wird. Die tue ich einfach zuerst ein bisschen mit Birkenästchen eine Geschlinge oder einfach ein bisschen zusammenwickeln und da ein bisschen so in das Gläschen reindrücken. Dann haben die Zwiebeln einfach ein bisschen Halt und trollen nicht umeinander. Weil mit der Zeit, wenn sie in den Ofen gehen vom Löhe her, kriegen die schon ein bisschen Gewicht und dann stehen sie einfach besser. Und dann ändern einfach die ausgewaschenen Zwiebeln und können sie hier schön hier platzieren. Schauen, dass die Würzeln einfach am Glasboden angehen, dass sie noch gut Wasser kriegen.
so genau das Gleiche. Und dann habe ich hier einfach aus dem Garten, ich habe jetzt Spiräen-Äste genommen, weil die treiben schon ganz schön. Oder man kann auch einfach ein paar Birkenäste ins Wasser stellen oder wenn ihr Erige nehmt und dann reinstecken, treiben die genauso und kriegen schöne Blättchen. Aber dass man es gleich sieht, habe ich schon ein kleines Blättchen genommen. Dann schneiden wir die einfach mit der Bombschere oder mit dem Messer noch einmal ein bisschen an. Stecken die da ein dazwischen rein. Mal schauen, dass sie ein bisschen schön gerade stehen. Und auch einfach bis ganz anstecken, dass sie schön im Wasser sind. Da könnt ihr jetzt einfach, ich habe jetzt hier noch ein bisschen so die Steckzwiebeln. Mit denen kann man zum Beispiel einfach auch mal ein Gläschen füllen. Schön ist immer, wenn eine ruhige Fläche dabei ist. Oder ich habe so Gräschen, so ganz feine. Die kann man auch mal ein bisschen wickeln und dort rein tun. Und ein paar Zwiebeln noch drauf tun. Die Sache, die findet ihr alle ein bisschen am Waldrand oder im Garten oder einfach beim, am besten mal beim Spaziergang einfach schauen, was man so findet. Man kann einfach ein paar dazwischen reinstecken. So. Genau. Und dann haben wir es eigentlich schon fertig. Das Einzige, was wir noch müssten, wäre ein kleines bisschen Wasser rein. Da geht das so, die Würzel im Wasser sind. Zwiebeln sollten nicht zu raus im Wasser sein, weil sonst fängt es an faulen. Als Nächstes tät ich euch die Zwiebelringle zeigen. Da habe ich einfach Steckzwiebeln gekauft im Lager, Reifeisenlager, je nachdem, wo wir gerade sind und Sachen. Und was wir hier dazu brauchen, sind einfach ein paar dicke geschnittene Drähte. Die kriegen ihr überall in den Bastelgeschäften. Ist auch gar kein Problem. Hier könnt ihr einfach schauen, die haben normal immer eine glatte und eine spitzige Seite. Mit der spitzigen, mit der angespitzten, geht es einfach einfacher. Da spießen wir jetzt einfach der Reihe nach die Zwiebeln so durch. Einfach. Schön der Reihe nach aufspießen. Obacht, geh auf die Finger. So. Und dann müsst ihr einfach schauen, je nach Größe. Wie groß, dass ihr die Ringle gern hättet, könnt dementsprechend Zwiebeln auffällen. So, tun wir da noch ein paar drauf. Dann haben wir einfach so ein gerades Stück. Das nennt ihr beide Enden von der Drähte und bücken die einfach so zusammen. Und da tun wir es jetzt einfach miteinander verdrehen. Ihr könnt auch eine Zingel nehmen, dann wird es noch ein bisschen fester und verdrehen das einfach gut miteinander. So. Bei den Enden lasst ihr einfach, ich nehme meistens ungefähr so einen Zentimeter lasse ich stehen. Dass es nicht offen geht und schneidet es dann einfach mit der Drahtschere oder mit dem Zängel. Jetzt bücken wir einfach das Kränzchen, dass es so eine schöne runde Form hat.
Und dann nehme ich einfach einen Naturbast. Jetzt schlüpfen wir da mal durch. Und ich wickle da einfach immer ein bisschen um den Draht herum, dass der nicht so auffällt. Verknüpfe das miteinander. Und dann habt ihr es so zum Aufhängen. Und so könnt ihr einfach mit Zwiebelringle machen und sie dann auch einfach zusammenhängen. Ich habe noch etwas vorbereitet schon. Dann kann ich euch noch zeigen, wenn man es zusammen macht. Da könnt ihr jetzt einfach das andere Ende vom Bast nehmen. Da machen wir genau das Gleiche. Einfach ein bisschen umwickeln um den Draht. Und verknüpfen. Ja, und dann hängen die einfach so zusammen. Jetzt könnt ihr, entweder kann man zum Beispiel einfach noch ein bisschen einen Ast reinhängen, ist auch immer ganz schön. Da könnt ihr jetzt einfach auch mit dem Bast dran knüpfen. So, oder? Oder was auch immer noch schön ausschaut, wenn ihr noch einmal ein bisschen von diesen Gräseln nehmt. Und hier könnt ihr jetzt einfach auch noch ein bisschen so dran knüpfen. Dann müsst ihr gerne draus auch machen. Einfach einen Knopf machen, nur beim Anziehen ein bisschen Obacht geben, dass es nicht zu fest ist, dass sie nicht reissend. Genauso kann man natürlich, wenn man so eine Osterdekoration oder etwas hätte, Henna oder Eile oder irgendwas dazu ohne hängen. Also das könnt ihr dann tun, wie ihr möchtet. So, oder? Ja, dann ist es eigentlich schon fertig. Und das kann man jetzt eben, wie ihr seht, ins Fenster, an der Tür oder einfach irgendwo im Raum, wenn man irgendwo einen Haken oder irgendetwas hat, wo man noch was gerne dran hat, zum Aufhängen. So, und als drittes tät ich euch noch sagen, wenn man ein Nest macht. Machen wir ein bisschen Platz. Und da habe ich jetzt einfach irgendeine Henne oder eine Könne. Meine, das kann man genauso um einen Blumentopf oder sowas umwickeln, also wenn ihr möchtet. Ich habe da einfach Nierl aus dem Wald geholt. Ihr solltet nur schauen, dass sie ein bisschen lang sind und vielleicht auch ein bisschen dick, dass sie ein bisschen stabil sind. Dann nehmt ihr die einfach so. Sie haben meistens eh schon einen leichten Schwung. Und dann wickelt ihr die einfach so einmal grob zu einem Kreis hin. Da beim Ende heben wir es einfach am besten. Und wenn es nicht mehr so lang ist, könnt ihr auch schon anfangen, oder wenn so Ecken wegstehen, einfach die ein bisschen einschlöfen anfangen. So. Es muss nicht perfekt ausschauen, weil es darf ein bisschen wild und ein bisschen natürlich sein. Es ist es von draussen noch. So. Und dann könnt ihr noch eine zweite dazu nehmen. Wir schlöfen einfach ein bisschen dazwischen so rein. Und dasselbe. Einfach auch wieder ein bisschen rundum schlingen. Immer ein bisschen wieder unten durch. Dann wird es ein bisschen lockerer und kriegt auch ein bisschen Stabilität. So. Genau. Und da jetzt die Ende einfach auch ein bisschen gut ein bisschen umwickeln wieder. Dass sie ein bisschen heben.
dann müsst ihr es gerne draus mit Draht oder irgendetwas anmachen. Das hebt den ganz gut von selber. So. Wenn ihr jetzt da einen ganz großen gerade hängen könnt, einfach ein bisschen abzwicken, dass sie nicht so rausstehen. Aber im Großen und Ganzen könnt ihr es gut so lassen. So, da. Wie gesagt, jetzt könnten wir das einfach auch schon so lassen, zum Beispiel einen Topf oder so etwas für eine Türdekoration oder so etwas stehen lassen. Oder ihr nehmt einfach, ich habe hier, die sind auch einfach vom Waldrand oder auch wenn ihr jetzt im Garten, wenn ihr im Garten rum sind, einfach das dürre Gras, wo ihr am Abschneiden sind. Das füllen wir einfach so ein bisschen auseinander. Lebt man das so rein. Drücken das ein bisschen auseinander, dass die Löcher ausgefüllt sind. Und ich tue jetzt gerade auch noch ein bisschen, dass noch ein bisschen was Grünes dabei ist. Ein bisschen von den feinen Gräschen noch drin. Schaut es einfach gleich noch ein bisschen frischer aus. So an zwei, drei Stellen ein bisschen einwickeln. So. Dann könnt ihr schon eure Hände oder was ihr habt reinhöcken. So. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch ein paar leere Eierschalen, so Hälfte dazulegen oder etwas. Ja. Und somit wäre eure Oster- und Frühlingsdekoration schon fast fertig. Ja. Im Namen vom Obst- und Gartenbauverein möchte ich euch herzlich für eure Aufmerksamkeit danken. Ich hoffe, dass ihr einen kleinen Einblick kriegt, in was ihr machen könnt für eure Oster- oder Frühlingsdekoration und wünsche euch viel Spaß dabei. Dankeschön. Diese Woche präsentiert uns die Bibliothek Frastanz einen weiteren Buchtipp. Paul Tschol stellt uns das Buch mit dem Titel Die Angst vor. Sie dürfen gespannt sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der persönlichen Buchtipps der Bibliothek Frastanz. In unserer Bibliothek finden wir nebst vielen Kinder- und Jugendbücher, der neuesten Belletristik und Zeitschriften auch ganz viele Sachbücher, Biografien und Erfahrungsberichte. Es freut uns, dass uns heute Paul Tschol ein Buch vorstellt, das ein Plädoyer für Mut und Courage ist. Der Paul ist selbst begeisterter Bergsteiger und Skifahrer. Und er kann sich sicher ganz gut in den Autor hineinversetzen. Grüß Gott, ich bin der Paul Tschol und ich würde gerne das Buch Die Angst, dein bester Freund vorstellen von Alexander Huber. Also das Buch, ich habe das ausgewählt, weil es vielleicht nicht nur für Bergsteiger interessant ist, sondern eigentlich für jeden interessant sein kann. Da geht es, wie der Titel schon sieht, um Angst. Und der Autor, der Alexander Huber, der hat da aus eigener Erfahrung geschrieben, wie man mit der Angst am besten umgehen kann. Also Angst ist ja im alltäglichen Gebrauch eher mit negativen Situationen verbunden. Und er hat das eben so umschrieben, beziehungsweise er erklärt es so, wie Angst eigentlich was Positives sein kann. Also Angst kann einen vorantreiben, Angst kann einen dazu bringen, dass man sich selber überwindet, aber nicht in irgendwelche hirnrissigen Aktionen überwindet, sondern in
sinnvoll bedachte Situationen überwindet. Angst kann an Situationen richtig einschätzen lassen. Zum Autor, der Alexander Huber, der ist selber Extremsportler. Also er ist Höhenbergsteiger, er ist Sportkletterer, er ist Eiskletterer. Nebenbei ist er noch Skiführer und Bergführer und diplomierter Physiker. Also er hat eigentlich neben seinem Physikstudium das ganze Leben der Berge gewidmet. Und nebenbei hat er noch sehr starke Sachen erreicht, wie zum Beispiel, dass er die erste Sportkletterroute weltweit im oberen 11. Schwierigkeitsgrad eröffnet hat. Panaroma heißt sie, falls es jemand was sagen soll. Er hat die Westwand vom Latok 2 erst beklettert. Das ist ein 7000er in Pakistan. Und die Wand ist echt nicht ohne zum Klettern. Er ist die Direttissima an der Drei Zinnen. Das ist auch eine ziemlich schwierige Meerseillängen-Klettertour. Ist er free solo geklettert, also das heißt ohne Seil und ohne Sicherung und alleine. Der Grund, warum der Alexander Huber das Buch geschrieben hat, ist ein einschneidendes Erlebnis gesehen. Er hat einen ziemlich schweren Unfall gehabt in der Berg. Und danach, wo er wieder klar im Kopf war, ist er aus dieser Gedankenspirale nur rausgekommen, wo das halt immer wieder hochgerufen war, was da passiert ist. Und da ist dann die Angst halt so richtig ausgeprägt worden. Und eben das hat ihn dann dazu gebracht, das Buch zum Schreiben, weil er schlussendlich dann aus dieser Spirale doch irgendwie rausgekommen ist. Und aus dem Ganzen eben gestärkt rausgekommen ist, was er selber nie im Leben gedacht hat. Und dann hat er eben, weil er das vielleicht andere Leute, die ähnliche Sachen erlebt haben, das auch so erleben wie er, dass sie gestärkt aus so einer Situation rausgehen und dass sie lernen, richtig mit der Angst umzugehen. Also ich habe das Buch selber gekauft und gelesen, aber falls das Ganze jetzt euer Interesse geweckt hat, das Buch zum Lesen, dann könnt ihr das so in der Bibliothek in Freistanz ausleihen. Das haben sie jetzt auch hergetan. Für heute sind wir am Ende von Freistanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bleiben Sie auch weiterhin gesund und bis bald. So.